Ja, let's go, ne? Mit Alt aktivierst du deinen Polizeisinn. Oha! Ey, da fehlt was. Digga, wollt ihr mal sehen? Total gut! Okay. Ah! Also. Heute wieder Schicht. Ich bin wieder da. Mike ist komisch. Danke. Dürfte jetzt besser sein. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, Mike ist gut. Mike ist Gucci. Alles cool. Ich bin da. Und mit mir der Chat. Hype rein. Also, Ton dürfte passen. Ich denke, so, Ton, wir gucken erstmal rein, Digga. Ich mache jetzt hier erstmal einen entspannten Charakter. Jo, wer passt am besten zu mir? Mashallah, Mashallah. Der Typ, Digga, wir gucken kurz Friese von mir an. Ich war heute Friseur, Leute. Wollt ihr sehen? Auf ganz entspannt, ne? Guck's dir an. Digga, so gehe ich in Dienst. Gleich die Boss-Aura. Na? Oh, Junge. Scheiße. Was ist da denn passiert? Okay, warte mal. So. Ich bin da. Ich bin da. Ist das klar? Oh, verdammt, Digga. Der Hut, Alter. Er ist einfach. Ich krieg Nasenbluten bei dem Hut. So. Also. Weiter geht's. Sheesh. Wir gucken, Leute, eins oder drei, ne? Also, so sehe ich nicht aus. Obviously, sehe ich so nicht aus. Eins oder drei. Was meint ihr, Chat? Eins. Denno, wo ist die Glatze? Jonas Busch, Fresse. By the way, ich habe Pakete rausgeschickt. Einige von euch haben mir ihre Adressen nicht gegeben. Ich glaube, drei, vier Personen waren es. Tut mir leid, ihr habt euch nicht gemeldet. Ich habe euch auf Discord, Instagram nochmal aufgerufen. Kam nix. Alle Brillen sind jetzt raus, ne? Also die Leute, die eine Brille bekommen haben, die ist los. Heute los. Feier dein Outfit. Perfekt. Also eins. Die Leute sagen eins. Ich nehme weiter. Okay. Wir gucken mal. Hautfarbe direkt anpassen. Direkt gucken, Leute. Passt. So ist gut. Falten? Digga, wenn ihr jetzt sagt, ich hab Falten, ne? Dann knallt's. Hier, ich bin noch ein Jungspund. Muttermale? Boah, yo, Alter, was geht denn bei dir ab, Brudi? Also, das kann ich ja so nicht nehmen, ne? Boah, sieht das scheiße aus hier bei dem. Also, bei dem sieht scheiße aus. Was ist hier mit Narben? Oha, pass mal auf, ich mach mir eine heftige Narbe. Kann ich den auch mal drehen? Okay. Wir gucken rein, Leute. Boah, yo. Baby. Wo sind die Narben? Da oben. Ey, ich habe Messerklinge abbekommen, okay? Auch in Real Life. Ins Gesicht. Ganz knapp geschrammt. Dann habe ich ihn erschossen. By the way, natürlich, Leute, habe ich heute mein P99 dabei für den Dienst. Oh, Baby. Ist in Koppel gelegt. Philipp VX, Dankeschön für 5 Euro, mein Süßer. Ihr übertreibt schon wieder, ne? Was ist hier mit meiner Maus los, Alter? Ganz im Ernst, das nervt. Hi, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Unterstrich Liebe. Tippy Stream hat neues Update bekommen. Habt ihr es gehört? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Erstmal an die neue Stimme gewöhnen. Mein Tag war bestens, Philipp. Ich hoffe, deiner auch. Wir gehen weiter ins Gesicht. Schädel. Größe, Position. Oh, yo, Alter. Was geht denn bei dir ab? Degi. Passt. Form. Digga, meine Brille ist schief. So, jetzt. Also, ich nehme die Brille mal ab, damit wir. Guck mal, wir müssen ja auch den, ne? Wir erstellen so einen typischen Denno. Christian Häusler, Dankeschön für 1 Euro, mein Bester. Das wäre zu witzig, Alter. Ja, Mann, wir machen ihn genauso wie ich. Das ist so gut. Ich werde den heftigsten, hässlichsten Streifenpolizisten der ganzen Welt machen. Oh, es wird so ein Jimmy Neutron, Leute. Absolut witzig. Mir ist ultra warm jetzt schon, aber das wert. Giraffenhals, ne? Ich guck mal Form. Was geht denn hier noch so an der Form? Die Friese, Mann. Wir gucken mal. Natalie, Dankeschön auch dir für 5,50 €. Vielen, vielen Dank, Freunde. Ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Das wird der Einstieg zu meinem neuen Polizei. Digga, die ist komplett dabei jetzt, die Frauenstimme, ne? Die ist jetzt komplett dabei. Was ist das denn für ein Scheißbart, Junge? Mach mal was. Oh. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Es ist zu wild. Ah, gut, das ist zu gut. Ich baue hier gerade die originale Charakterform nach, ne? Also, mach mal. Scheiße,
schon den absoluten Leute oben, oder? Ich kann nicht mehr, Digga. Ich kann nicht mehr. Ah, hör auf, bitte. Es ist... Oh Gott. Ali Reza, herzlich willkommen in der Familie. Digga, machen asymmetrische Augen, ganz klar. Augenfarbe, Leute. Da... Shit, ey. Ich schwör's euch. Ich komm um. Ich komm gleich um, Digga. Die Augenbrauen sind der Knaller. Oh Gott. Was? Nein. Ich lieb das Spiel, Digga. Ich lieb das jetzt schon. Die Asymmetrie, Digga. Total gut. Also, wir machen den ungefähr so. So, oh, jetzt kommen wir zur Nase, ey. Geil. Die Nasenspitze. Ja, ich hab halt oft aufs Maul... Die Nasenwurzel, ja. Mal gucken. Also, man sieht da nicht so viel Veränderung, was mit dem Nasenrücken. Oh, Junge, wir machen richtig breite Nase, oder? Ja, die Nase, also das wird jetzt, das wird sein Finisher, so, ne? Oha! Oha! Was ist da denn los? Oh, hier, schön breit. Richtig schön. Wir machen jetzt nochmal Lippen. Never mind, Alter! Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Sollen wir, so, Leute, ihr könnt mitentscheiden, oben oder unten. Oben oder unten, Digga. Das ist unten, das ist oben. Oben oder unten. Das ist so gut. Ihr dürft entscheiden. Ich mach gleich nochmal Nachjustierung. Oben. Ich sehe hier schon... Oh, Digga, ihr wollt ihn echt oben haben, ne? Ihr wollt ihn... Ich heul vor Lachen, Digga. Es ist so gut. Es ist so gut, Mann. Es ist zu gut. Christian Häusler, Dankeschön für die K steht für Kreditkarte. Ein fetter Kuss geht an dich raus, Digga. Wir nehmen oben, Leute. Dankeschön, Christian. Oh, ey, die Ohren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen die größten Ohren dieser Welt. Ich kann nicht mehr. Digga, ich kann nicht mehr, Alter. Es ist zu heftig. Kiefergelenk? Nee, ne? Ich hatte noch nie so viel Spaß bei der Charakterauswahl. Auf, Digga. Was? Das sieht aus wie ein Hoden, Junge. Original! Original! Keiner würde diesen Polizeibeamten ernst nehmen! Ey, wir machen den dünnsten Hals der Welt! Oh Gott! Okay, ich bin fertig. Ist ja noch vergeben, Danny. Sabine, ich weiß nicht. Bitte guck das Gesicht an! Ich kann nicht mehr. Oh Gott, ich sterbe gleich. Ich sehe das Licht. Okay, ist da meine Softbox, Bruder. Oh. Oh Gott. Okay, wir machen... Oh Gott. Oh, scheiße, Mann. Das ist nicht normal. Digga, guck dir einfach diesen Quadratbauch an. Oh, ich hätte nicht gedacht. Oh, scheiße, Mann. Oh, bitte, bitte, ich kann nicht mehr.
hässlich. Oh Gott. Oh Gott. Bin ich, Leute? Bin das wirklich ich? Ja. In diesem Charakterspiel. Bitte mach Foto. Bitte mach Foto. Bitte mach ein Foto. Oh, ich kann nicht. Es ist zu gut. Ab in die Streifenklamotten, Digga. Oh. Oh. Der Typ tut mir so... Yo, Alter, was ist das denn für ein Ton? Okay, also ich kann mich umsehen. Ich brauche erstmal hier ein Stück Kabel. Digga, Officer Dulli. Officer Dulli ist unterwegs. Also ehrlich, es ist, Leute... Also wirklich, das Format wird doch wieder geil. Das soll jetzt ein Stream-Format werden, ne? Bist du eine Tomate? Ey, ich sag ehrlich, ich bin braun geworden, oder? Ich bin viel in der Sonne. Also ich gucke jetzt erstmal die Steuer... Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Meinert hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie eine Anzeige aufnehmen? Wollen Sie eine Anzeige aufnehmen? Ich geh mal dahin. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Leute, energisch! Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Ja. Weißt du eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und... Fresse jetzt! Lass mich rein! Oh, Christian Häusler! Dankeschön für den Zehner, mein Bester! Bitte übertreib's nicht! Vielen, vielen Dank! Kuss geht raus. Leute, Kreditkarte mal rein für den Jungen, ne? Mal ehrlich jetzt. So. Habt ihr Spaß oder was? Habt ihr Spaß? Ich hab richtig Spaß. Ich sag, wie es ist. Digga, wie schnell ist der bitte mit seinem fetten Bauch? Der ist ja richtig am Durchziehen. Okay, wir gehen rein. Hallo. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Digga, original. Ich sag euch, wie es ist. Ersten Tag auf der Wache. Ich war eine Viertelstunde zu spät. Es hat geschneit, Digga. Wie aus... Als wäre Sturm gewesen. Ich war eine Viertelstunde zu spät. Könnt ihr euch vorstellen, Digga, kam gar nicht gut an in der Schicht. Gar nicht gut. Wir sind ehrlich. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut. Tut mir leid. Merken Sie sich für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Das Halt's Maul! Sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von Gefährlich. An einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Und nun, willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht ÖPR. Läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen.
Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. So, Herr Becker. Imagine, du bist Chef. Der Dulli kommt zu spät. Ist übelst fett, Alter. Und sieht so aus, Mann. Da hast du gleich verloren, Digga. Da hast du gleich verloren. Das war's komplett. Was war das denn gerade da? Alter, die arme Junge. Hallo. Hey, Baby. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier. Hi, Süße. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Leute, wir sollten eigentlich energisch sein, ne? Frauen wollen dominiert werden. Was regt sich der Alte denn auf? 10 Minuten zu spät an meinem ersten Tag. Es gibt auch wirklich Schlimmeres. 3 Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ihm ist Fresse. Hier, die Leute und die Aufgabe, die wir übernehmen, sehr wichtig. Christian, Dankeschön für den Fünfer. Ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Ey, Leute. Ich erzähle ihm, was in seinem Revier so vor sich geht. Ja, und komm. Drittens, ich hoffe für Sie, dass Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Da haben Sie recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Jetzt wissen Sie Bescheid. Testo in den Arm. Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Hans. Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Vielen Dank. Digga, einfach Hans, Alter. Was ist denn das jetzt hier gewesen? Ey, ich hab so einen fetten Arsch. Ich habe so einen übel fetten Arsch. Und tut mir einen Gefallen, Leute, was ich gar nicht mag, ne? Was ich wirklich hasse. Denno, darf ich dich was fragen? Digga, frag einfach. Mods könnt ihr die Frage bestimmt auch beantworten. So. Umziehen. Zieh die Uniform an. Digga, es ist der absolute Traumpolizist. Guck dir den Typen an. Leute, wir gehen jetzt auf Streife. Ist euch das bewusst? Oh, Hans ist hier. Oh Gott, Hans. Also, folgende Situation. Hans ist jetzt da, okay? Der steht da. Und der sieht seinen neuen Kollegen. Und denkt sich so. Er sieht nur das. Er sieht nur das. Du bist also der Frischling. Ich bin Frischling? Hans, dein Partner. Freut Pass mal auf, Hans. Fresse. Mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Ja, ich hoffe, das bleibt nicht da. Digga, was denkst du denn, wie alt ich bin? Du Lappen. Der tut ja so, ne? Willkommen bei der Polizei. Also raus. Ups, die Tür. Die Tür, Digga. Okay, warte mal. Ich, okay. Christian Häusler nochmal mit dem 10er, Leute. Kreditkarten rein und Jan P. Vielen, vielen Dank für 2 Euro, mein Süßer. Wir gehen rein ins Auto, ne? Hans, wo bist du? Okay, Hans ist auf einmal da. Wir gucken uns erstmal den Streifenwagen an. Um zu bremsen, drücke S, Beschleunigung W, Blaulicht und BN. WSBN. Oh. Also keine Unfälle, ja? Boah, Digga, ist die Steuerung scheiße. Alter Leck. Also, ich guck mal ganz kurz ins Auto rein, ne? Ich kann euch mal ein paar Sachen erklären, wenn ihr möchtet. Hallo! Pass mal auf. Also, ihr seht das Telefon, Digga, auf dem Armaturenbrett da oben drauf. Das ist das Telefon, womit du den Funk im Auto bedienst. Jeder Polizist hat ein Funkgerät hier auf der Seite, ja, oder halt auf der Seite, je nachdem, oder manchmal auch hinten am Gürtel oder so. Und können halt ein bisschen so darüber schnacken und das ist das Telefon dazu, ne? Richtig entspannt. Ansonsten halt die Computer und so, würde ich halt mal sagen, sind für irgendwelche Abfragen oder sowas gedacht. Ich kann natürlich nicht ganz nah darauf eingehen. Das kann ich nicht machen. Ich darf euch jetzt hier nicht so polizeiinterne Dinge natürlich erzählen. Ne? Aber das sind Sachen, die sind offensichtlich. Die sind offensichtlich. So. Also hier mit der Maus und so, das ist aber auch nochmal alles ein bisschen kritisch. Ne?
Was ist denn hier mit der Steuerung? So, das machen wir schon mal raus. Sensibilität können wir ein bisschen weniger machen. Ja, ich glaube, das passt, ne? Gucken wir mal. Boah, ist das scheiße, Alter. Ist das scheiße, Digga. Und was ist das für eine Musik? Was ist denn das für eine Musik? So. Ja, ich muss hier nochmal drehen, ne? Also, Leute, wir sind jetzt im Dienst. Also, wir ziehen direkt durch. Ich habe jetzt hier meine Sonnenbrille auf. Ich muss doch mal... Bevor wir jetzt hier großartig weitermachen, muss ich jetzt noch mal ganz kurz meine Kamera ein bisschen nach rechts versetzen. Weil, wegen der Minimap und so. Na, wir gucken rein. Oha. Gefahrenstelle! Ja, hier Möwe 117. Wir übernehmen die Sache, sind unterwegs. Stehen gerade Schleusiger Straße, Höhe Polizeirevier, ne? Okay, wir ziehen durch. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gibt's hier Blinker oder so? Wahrscheinlich nicht. Ja, wir fahren einfach mal. Ich muss hier... Boah, Digga. Blaulicht an. Chill. Blaulicht, Leute. Ich muss durchziehen. Mach mal die linke Spur frei da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Heilige Scheiße, ist das nervig. Was ist denn hier? Kommt da kein Ton? Oh, shit. Jawohl. Wir sind drin, Leute. Oh, da sehe ich mich. Aus dem Weg. Wir müssen ganz schnell hin, Leute. Wir haben eine Gefahrenstelle. Die müssen wir direkt bereinigen. So, vorsichtig. Boah. Okay, der Streifenwagen hat ein bisschen genommen. Jetzt hier erstmal ausmachen. Wichtig. Auto ein bisschen eindrehen hier und sind direkt hinten dran. Ne? Sprich mit den Fahrern. Wir gucken uns den Fall an, Leute. Let's go. Was ist hier passiert? Kennzeichen SIN M4. Ja, ich sag zum Kollegen hier, kannst du das Kennzeichen mal prüfen? Wir brauchen mal eine Abfrage. Ja, wir wollen den Halter ermitteln. Wem gehört das Auto? Guten Tag. Schönen guten Tag. Personalausweis bitte. Nein. Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, Brett mit Nägeln? Unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ey, Christian, Dankeschön für den 20er, du Geisteskranker. Kreditkarten rein. Wo sind die? Also, wir haben mit dem Fahrer gesprochen. Das Problem ist, wir müssen jetzt mal ganz schnell mit dem Streifenwagen zurücksetzen. Wir haben da nämlich ein Nagelbrett. Das wird bedeuten, wir fahren jetzt wahrscheinlich einfach mal ganz schnell rückwärts. So würde ich es jetzt tatsächlich nicht machen. Ich würde da wahrscheinlich hingehen. Aber hier ist eh scheißegal. Wir müssen direkt nach hinten. Das Nagelbrett ist das Wichtigste. Das muss jetzt erstmal von der Autobahn weg. Das heißt, wir müssen da jetzt eine kleine Sperre einrichten. Let's go. Ui, da kommt anscheinend kommen hier keine Autos gerade. Na, so ein Zufall. Ich stelle den Streifenwagen so ab. Dann wissen die Leute gleich Bescheid. Na, theoretisch könntest du den Streifenwagen auch geradeaus hinsetzen, dass sie direkt auf der Tafel sehen, Gefahr. Könnte man so machen. Also, let's go. Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Ich kann hinten nochmal an... Okay, perfekt. Fahre zurück zur Wache. Das war's? Das war's? Das war alles? Das war mein erster Fall? Lockeres Ding. Und das Auto ist weg. Ah ja, der Abschleppdienst war ja mega schnell jetzt anscheinend. Gut. Also wir haben das hier gelöst, das Problem. Hier ist Tempolimit 120. Wir legen das Ganze natürlich ein bisschen entspannter aus. Können aber Blaulicht hier auf jeden Fall schon mal ausmachen. Denn das Ding ist erledigt. Und ich schwör's euch, Leute, macht jetzt schon Bock wieder zu zocken, Digga. Ich will euch auch kurz was erzählen. Kleine Real Talk Story. Passt auf. Es ist was passiert. Es ist was passiert. Kurz Moment. Ey, diese Musik, die geht mir gerade heftigst auf den Sack. Fresse bitte. Danke. So. Kurze Real Talk Story, okay? Ich war in dieser Woche in einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, Fall verwickelt. Folgendes ist passiert: Es lag eine Person auf dem Boden, ja, eine hilflose Person, die sie war nicht ansprechbar. Ich habe sie dann angesprochen und irgendwann hat er dann reagiert. So, er hat dann geredet und so weiter. Ging ihm also ganz gut. Wenn er nicht mehr redet, dann eher schlecht. So. Und dann habe ich halt geguckt, so hat er seine Hand in der Hose gehabt, ne? Der hatte einfach die Hand in seiner Hose. Und ich denke so, scheiße, Mann, hier sind Kinder, das war in irgendeinem Garten.
ja, so im Garten von so Mehrfamilienhaus. Und ich dann natürlich die Polizei gerufen. Ich dem Typen halt gesagt, so und so sieht's aus, Digga. Auf einmal geht er auf mich los. No joke, Leute. No joke, ist diese Woche passiert. Kein Scheiß. Er geht auf mich los. Ich bin direkt drauf. Ich sag zu ihm, hey, reiß dich zusammen, Abstand halten, 1,50, Armlänge, pipapo. Er spuckt hier alles runter. Ja, ich denk so, okay, ganz wilder Typ. Könnt ihr auch voll mit Krankheiten sein oder sonst was. Wisst ihr, wie ich meine? Da hab ich den Typen gesagt, er soll chillen, wollte er mir aufs Maul hauen, ne? Ich dann gesagt, komm, wenn du herkommst, wollte er mich treten und so, bin ich natürlich ausgewichen. Problematisch ist halt, ich weiß nicht, wie krank dieser Mensch ist. Ich wollte ihn packen, auf den Boden und dann warten, bis die Kollegen da sind. Was haben sie im Endeffekt gemacht? Gar nichts. Was haben die Kollegen gemacht? Die sind dem hinterhergelaufen, passt auf, Streifenwagen abgestellt, ich denen gesagt, wo der hin ist, weil der sich dann versteckt hat. Ich habe ihn ja im Blick behalten. Die laufen hin. Was ist passiert? Sie kriegen ihn nicht. Sie sind zu langsam gewesen, Digga. Zu langsam. Haben den nicht eingepackt, gar nichts. Der Typ hat offensichtlich ein Drogenproblem. Wild. Was soll ich dazu sagen? Na, da denke ich mir halt so, okay, schmeißt halt mich bei der Polizei dann raus. Ich musste ja eine Prüfung versemmelt und so weiter, aus taktischen Gründen. Aber, also, den hätte ich mitgenommen, ne? Den hätte ich mitgenommen. War ganz wild. Christian Häusler hier mit dem 50er, meine Freunde. Dankeschön. Es reicht jetzt wirklich. Vielen, vielen Dank, Christian. Dicker Kuss geht raus. Dankeschön. Wild. Was sagt ihr zu der Story? Die war auch wild, oder? Ich habe eine Schnellreisestation freigeschaltet. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Aber Leute, wir machen keine Schnellreise. Wir fahren hier schön, ne? Wieder auf dem Hinterhof. Also es war eine ganz, ganz wilde Geschichte. Und ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, dass da nichts passiert ist. Ne? Die Polizei hat einfach nichts gemacht. So, was ist da denn passiert? Können wir hinten mal reingucken? Was ist denn da alles? Oha! Erste-Hilfe-Kasten, Warndreieck. Dann haben wir hier eine Waage auf jeden Fall für so vier Räder oder zwei Räder in dem Fall. Dann haben wir noch Kisten, da sind Kleinigkeiten drin, Feuerlöscher. Ist das ein Tank, ein Sprittank? Ja, also ein bisschen was für die Verkehrsarbeit auf jeden Fall passt. Leute, wo sind die Kreditkarten, Digga? Christian hat hier gerade den Fuffi reingeknallt, ne? Das ist nicht selbstverständlich, Leute. Wir gehen erstmal rein. Ich nehme Brille ab, weil wir sind nicht unterwegs. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir zum Chef kommen, ne? Ich könnte so kotzen bei der Tür. Es nervt. Der Fettsack hier hat seine Arbeit gut gemacht, muss ich sagen. Nicht schlecht. So. Gehe zum Arbeitsplatz. Oh nö, ich muss einen Einsatzbericht schreiben. Gar kein Bock. Och Mann. Hier kannst du deine verdienten Einflusspunkte ausgeben. Jede dieser Erweiterungen bringt dir unterschiedliche Vorteile, die sich auf Fahrzeuge, die Polizeiwache oder persönliche Eigenschaften auswirken. Aktiviere nun das Verkehrssystem. Ah. Das Verkehrssystem? Ermöglicht die Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen während der Fahrt. Oh, Baby. Bjarne! Vielen Dank für 2 Euro, mein Süßer. Ich muss einmal ganz kurz hier, ich habe hier, so, der Chat war kurz weg, ne? Der Chat war kurz weg. Ich komme so. Nur mit 2 Euro. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Kuss. Natürlich habe ich einen schönen Tag gehabt. Mensch, ich hoffe, du auch, mein Bester. Hier kannst du die Tageszeit der Welt ändern. Wir gehen in die Nachtschicht, ne? Ab in die Nachtschicht, Digga. Ganz wilder Dienst. Sonnenbrille wird diesmal nicht genommen. Steige in deinen Einsatzwagen. Okay, wir werden das tun. Digga, ich steige hier direkt rein. YouTuber ist gestorben und so weiter. Habe ich nicht mitbekommen, Leute. Ich kriege gar nichts mit. Ich bin momentan so ein bisschen in meiner eigenen Welt, muss ich sagen. Ne? Einer aus der Nachbarschaft, meine Vermieterin, auch angespuckt. Wurde handgreiflich. Musste dazwischen gehen. Ja, also es gibt manchmal solche Leute. Ich scheue mich ja vor solchen Situationen jetzt nicht. Ne? Da habe ich halt gemerkt, ich sag euch ganz ehrlich, da habe ich gemerkt, ich wäre gerne auch mal wieder Polizist. Habe ich da echt gemerkt. Ne? Wirklich. So, und ich würde, wenn ich könnte, würde ich YouTube und Polizei zusammen machen, weil das war einfach wieder eine coole Situation für mich. Bisschen mit Adrenalin, der war halt ein bisschen unterwegs und so. Das war schon cool. Na, also ich bin da ganz entspannt auch. Das war schon geil. JPBMW, was geht, Alter? Deine Brille ist unterwegs, mein Bester. Kuss. So, wir fahren erstmal. Gibt es hier noch einen Funkruf oder fahre ich hier auf blauen Dunst? Verdächtiges Fahrzeug? Alles klar. Ups, kein Problem. Da müssen wir direkt hin, Leute. Da hat einer gesoffen. Da hat einer getrunken und fährt jetzt Auto. Alkohol am Steuer. Tab. Fahrzeug. Okay. Okay. Alter.
Die Fahrzeugmatrix, Verkehrsmessung, Signale, Matrixanzeige. Oh mein Gott. Okay, okay, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Wir fahren jetzt erstmal. Ich habe das nicht gehört, ne? Wir sollen eine Abstandsmessung. Messe Daten. Wir messen die Daten. Scheiße, dann war das auf jeden Fall falsch. Ich wusste nicht, dass es direkt das erste Auto ist. Du musst natürlich verdeckt da ranfahren. Ne? Oha, was macht der da? Was macht der da? Wir messen die Daten. Allgemeine Verkehrskontrolle, Leute. Jetzt geht's los. Wow, bist du geisteskrank oder was? Du kannst doch nicht hier einfach bremsen. Heilige Scheiße. Oh. So, bitte anhalten. Einmal hier rechts ranfahren. So. Ups. Digga, das Auto zu steuern ist aber auch echt Krise, ne? Ah ja. Kannst du mal... Es langt jetzt, der Praktikant wieder. Der Praktikant wieder! So. Das Ding piept immer noch. Beenden. Oh nee. Oh nee. Beende bitte. Ich verstehe es nicht, Digga. Muss ich die Matrix jetzt extra... Ich muss sie ausschalten. Alles klar. Normalerweise lässt du es halt an. Der Ausstieg ist blockiert. Was ist das denn? Der Ausstieg ist blockiert. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. So. Wir gehen jetzt hier mal rüber. Ey, sie bleiben... Halten wir jetzt mal an. Hallo. Langt jetzt. Nicht verfügbar. Ich kann nicht mit dem reden. Was ist das denn? Kannst du mal vorbeifahren jetzt, oder was? Nee, ne? Leck mich fett. Digga, die Steuerung, Alter. Und die Kamera, Mann. Nicht verfügbar. Ich kann nicht mit dem reden. Warum? Was? Was ist das denn jetzt? Hallo? Der fährt noch, ne? Ey, muss ich da von hinten ranfahren? Das wäre so dumm. Das wäre so dumm. Ich sag euch ehrlich, das wäre einfach nur bescheuert, wäre das jetzt. Als ob der jetzt einfach weiterfährt. Sag mal, hast du einen geraucht oder was? Ey! Wir machen Signal. Also, bitte anhalten. Halte an jetzt! Es kann nicht sein! Boah! Ist der besoffen oder... Der ist besoffen. Oh ne, es piept jetzt nicht einfach weiter, oder? So, also es piept nicht weiter, wenn wir aussteigen. Alles gut, wir reden. Oh, baby. Donation. Christian Häusler, Digga, nochmal den 50er! Holy shit, Leute! Bisschen Hype rein! Ey, das ist so blöd, dass kein Donation Alert angezeigt wird. Der Real Life Guys ist vorgestern wirklich an Krebs gestorben, Taube, Taube. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht mehr sagen als mein herzliches Beileid. Ich kenne ihn nicht so gut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber bitte mach keine Donus mit solchen Todesnachrichten. Ich kenne die Person nicht. Ich kann nur Anteil nehmen, indem ich sage, mein herzliches Beileid. Krebs ist halt immer so eine Sache, ist scheiße darüber zu quatschen. Ne? Ihr wisst, was damals mit meinem besten Freund passiert ist, rede ich nicht so gerne drüber. Ich kenne ihn zum Glück nicht. Oder kannte ihn zum Glück nicht, weil sonst hätte es mich wahrscheinlich tief getroffen. An alle Leute, die da sehr depressiv mit umgehen oder jetzt traurig sind. Schmerz, Zeit, halt alle Wunden, ne? Ist so. Und was ist mit Christian Häusler? Kannst du mal bitte eine Tippi-Stream-Dono machen? Über den Link in der Beschreibung, damit auch mal ein Alert durchkommt. Da haut er hier 250er aus, ne? Also, brauchst mir nicht erklären, was ich da machen muss. Ich krieg das hin. Also, Dokumente als allererstes. Wir wollen erst mal wissen, was ist das für eine Person? Führerschein, Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Okay, alles gut. Ich krieg das hin. Fahrzeugklasse B fährt er ja auch. Nummernschild kann ich leider noch nicht sehen. Ansicht wechseln. Nummernschild passt auf jeden Fall. Held Jürgen. Das ist der Fahrzeughalter, auf den das Fahrzeug angemeldet ist, okay? Das ist hier der gleiche, der jetzt fährt. Der Führerschein, der scheint aktuell zu sein. 12.12.09, Modell Spider X2 passt auch, ne? Okay.
Datum haben wir den 16.04.17. Und Führerschein ist eigentlich noch gültig. Was ist das hier? Ja, das sieht gut aus. Man muss jetzt hier mit dem Datum so ein bisschen sehen. Fahreransicht. Passt. Also Dokumente sind okay. Kann ich da was aufschreiben? Kann ich anscheinend nicht. Nun gut. Wir fragen ihn mal. Da wir jetzt wissen, wer das ist, steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug. Ne? Man kann ihn eigentlich nicht im Auto fragen. Das ist eigentlich nicht gut. Wir gehen erstmal für Alkohol. So. Haben Sie etwas getrunken? Ich habe natürlich nichts getrunken. Also so wie der eben gefahren ist, Leute. Das ist für mich ein Warnsignal, dass der auf jeden Fall komplett verwirrt ist oder da was im Spiel ist. Deswegen mache ich jetzt einen Alkoholtest. Okay. Er pustet rein. Der Fahrer ist nicht betrunken. Ich werde ihn nochmal auf Drogen testen. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Nein, hast du nicht? Machen wir lieber einen Drogenschnelltest, ne? Ich würde vorher ihn aus dem Auto holen, ne? Damit ich das mal so ein bisschen checken kann. Bewege den Stift mittels AD von links nach rechts, beobachte den Fahrer dabei genau, sind die Augen gerötet, kann der Kopf nicht stillgehalten werden. Augenrötung ist natürlich klar, Leute. Wenn die Augen gerötet sind, dann da merkst du halt, ne? Es kann aber auch von Müdigkeit kommen. So, Kopf nicht stillgehalten, das wäre jetzt auch so ein Verdachtsmoment. Gucken wir uns. Alter! Der Kopf, er kann ihn nicht halten. Guckt euch das an! Ihr habt es gesehen, wie der reagiert hat. Er hat so gemacht. So. Der hat was. Hier. Ne? Offensichtlich leidet die Augen... die ungewollte Bewegung des Kopfes deutet auf Drogenkonsum hin, würde ich auch sagen. Steht jetzt hier im Hintergrund, ihr könnt es nicht richtig sehen, tut mir sehr leid. Nehmen wir mit. Es muss kein Drogenschnelltest durchgeführt werden. Also das sah ja... Also wie der gefahren ist und sowas alles, ne? Also das ist mir eigentlich genug. Der hat jetzt gerade geguckt, wie weiß was ich was. In diesem Fall sagen die, der hat nichts. Okay. Ja gut, wenn wir nichts haben, dann kann er weiterfahren, ne? Hey, ich dachte, ich soll nur auf Drogen kontrollieren. Mann, dieses Spiel. Dann sagt mir doch nicht, was ich machen soll. Dann mache ich das einfach. Meine Fresse. Ja, das war die Einführung. Kein Wunder, dass da so viele Tipps gekommen sind. Ne? Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Weil dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich kontrolliere. So, fahr mal weiter. Sehr gut. Und warum stehen die jetzt hier alle? Warum ist hier jetzt ein Stau? Ich stehe auf dem Seitenstreifen. Wisst ihr, wie ich meine? Schlimm. Aus. Also wir fahren... Ich habe einen Blinker gesetzt anscheinend. Wie habe ich denn jetzt den Blinker gesetzt? Oh. Ich kann mit QE den Blinker setzen. Stand eben auch nicht in der Erklärung. Ist gut zu wissen. So, wir fahren jetzt erstmal ein Stück. Ich muss ja hier Abfahrt nehmen, wieder zurück. Gib ihn, yalla, Abfahrt. Was ist da los? Okay, wir missbrauchen mal ganz kurz unsere Befugnisse. Ich muss hier einmal durch, über den Seitenstreifen. Was geht ab? Mir ist das hier mit dem Stau ein bisschen... Oh, scheiße, wir sind die falsche Straße abgebogen. Fahrzeug kollidiert. Wir nehmen das an, Leute. Ein LKW. Okay, jetzt muss ich aber mal ein bisschen durchziehen. Hallo, Platz machen. Ich muss jetzt ziehen. Direkte U-Turn. Ja, ich hätte den vielleicht da hinten nehmen sollen. War ein bisschen zu wild, sag ich mal. Boah, ist die Steuerung scheiße, du. Ist das ein... Yo, alles klar. Was geht denn hier ab, Mann? Warum ist denn da meine Maus im Bild? Okay, wir fahren erstmal. Let's go. Die Nachtschicht. Ich hoffe, die lassen mich jetzt machen, wie ich da Bock drauf habe. Das wäre... Wow! Scheiße! Ups! Ja. Es war schon da. Wir fahren erstmal. Da ist irgendwo ein LKW kollidiert, ne? Waschmaschine rausgefallen. Da müssen wir jetzt richtig durchziehen. Wie weit ist das? 12 Kilometer! Das ist ja übelst weit. Heiliger Bimbam.
220 km/h, ich ziehe richtig durch. Scheiß mal drauf, wir müssen echt Gas geben, denn wir müssen jetzt unbedingt hin, da ist irgendwas passiert. Ich mache jetzt gleich meine Kontrolle, so wie ich das... Wow! Entschuldigung! Kein Problem, wir haben alles im Griff. Ich bin ja da. So. Okay, wir müssen weiterfahren. Es ist jetzt wirklich noch sehr, sehr weit. Interessanter Ort entdeckt. Gucken wir uns später an, ne? Führerschein 1 Plus, Leute, den braucht man. Boah, komm, Alter. Komm, Junge. Und drüber da. Wir müssen mal noch mal ein bisschen. Ey! Ist der geisteskrank, der LKW-Fahrer, oder was? Hat er mich eigentlich gerade fast mitgenommen? Heiliger Wimbam. Die fahren ja heute aber auch wie die Bekloppten. Ich sag's euch. Was ist das jetzt hier? Man biegt eigentlich nach rechts ab. Überholspur ist links. Oh Leute, verpisst euch bitte. Ey, warum gehen die nach links? Verstehe ich nicht. Denno, irgendwie geht TV-Stream nicht. Christian, warum nicht? So, wir fahren. Lockeres Ding. Wir sind unterwegs. Waldenau, Schnellreisestation. Perfekt. Also wir müssen echt weit fahren. Eine gefallene Waschmaschine. Das ist ja manchmal so. Blöd ist halt, dass ich... Ja, jetzt habe ich Blaulicht an. Und wir müssen eigentlich immer nur die Sirene anmachen, wenn Autos in unmittelbarer Nähe sind, ne? Die müssten das eigentlich auch so sehen in der Nacht. Wir könnten jetzt eigentlich durchziehen und mit diesem Martinshorn fahren. Aber ja, ich lasse es halt gerne aus. Außer der hier. Hallo! Sag mal! Das kann nicht wahr sein, diese ganzen Idioten hier. Am liebsten gleich Knast stecken alle. Boah. Schlimm ist das. Da war ein Unfall? Nee. Wir müssen durchziehen. Ich habe einen anderen. Leute, wenn der Unfall gefährlich aussieht, kann ich da anhalten. Aber wir haben unseren Einsatz. Da fährt eine andere Streife hin. Ne? 4,8 Kilometer noch. Wir müssen richtig durchziehen. So. Hier nochmal rum. Und da nochmal rum. Und sonst so. Leute, nee. Bei Christian würden die Schweizer Franken in Euro umgewandelt werden. Da würde die Donation bei TippyStream angezeigt werden. Das ist es halt, ne? Aber ist gut. Brauchst jetzt auch nicht mehr probieren, Christian. Alles okay. Da würde halt nur mal so ein Alert mitkommen, ne? Okay, der LKW-Fahrer hat es hier gecheckt. Das ist ja schon mal gut. Und, oh, okay. Wow, sag mal. Boah. Sehr gut. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, dass die Leute gleich schön hinter mir anhalten, weil wir da halt eine Komplettsperrung machen. Wir werden auf der Autobahn alles absperren und gucken uns erstmal die Lage an, um gleich zu sehen. Du musst halt sofort entscheiden, ne? Sperren wir Autobahn ab, eine Spur, muss man gleich gucken. Muss man gleich gucken. Da hinten ist der LKW. Ach du Scheiße, der ist auf der anderen Seite. Oh nee. Ach so, ich habe falsch gesehen. 800 Meter noch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schon mal die Matrix eingeben. Normalerweise macht das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob das doch ist auf der anderen Seite, ne? Ist auf der anderen Seite. Ach du Scheiße. Uiuiuiui. Wir müssen jetzt mal ganz schnell irgendwie eine Abbiegung nehmen. Hier vorne und dann rechts raus und gleich wieder auf die andere Spur. So. Und rum. Ich fahre doch eigentlich ganz gut, oder? Was meint ihr? Ey, was für einen Umweg muss ich jetzt bitte nehmen? Hä? Was ist denn, wenn ich da jetzt... Alter, nee, oder? Ich muss jetzt hier nicht den Umweg des Jahrtausends nehmen, oder? Halt's Maul! Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Das meint ihr nicht ernst. Hier ab. Okay, vorsichtig. Sicherheit geht immer vorne. Also nicht hier großartig pacen. Ich versuche mal ein bisschen entspannt zu fahren. Aus dem Weg. Einmal aus dem Weg. Ich mache das hier. An der Kreuzung direkt, ne? Schön Martinshorn einblenden. Jetzt können wir erstmal weiterfahren.
Du willst jetzt hier halt auch nicht die Nachbarschaft aufwecken. Ist halt scheiße so, ne? Braucht man auch nicht. Ist halt mega laut, der Scheiß, ne? Ist mega laut. So. Wir müssen den Umweg nehmen. Nützt nichts. Wir sind jetzt auf der richtigen Spur. Das gehört halt dazu. Boah, scheiße, du! Das Auto lässt sich aber auch schwer lenken. Ja, da hinten ist wieder viel los. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal Martins Horn einschalten. Lass ihn mal vorbei hier, Kollege. 220. Ich schwör so, das Ding ballert so rein. Wie viele Zuschauer sind wir heute? Würde mich interessieren. Wer hat Bock aufs Polizeiformat? Das ist die Frage, ne? Und wir ziehen hoch. Hier, glaube ich, jetzt rechts ab. Ja, kann gut sein, ne? Ja, wir müssen hier rechts ab. Ganz sicher. Da sind ja doch ein paar dabei, ne? Wo fahre ich denn jetzt hin? 1,9 Kilometer. Wir müssen hier gleich irgendwie nochmal eine Abfahrt nehmen. Gucken wir mal. Leute, falls ihr Bock auf das Polizeiformat habt, ne? Lasst ein Like da. Ich werde jetzt relativ kurzfristig die ersten Videos zum Polizeiformat raushauen, wo ich ein anderes Spiel zocke. Polizeiautobahnsimulator wird jetzt fester Streambestandteil, ne? Hallo! Fahr mal hier an die Seite, du Lappen! Oh nee, ey, jetzt haben wir hier, ey, ganz im Ernst, jetzt haben wir hier einen scheiß LKW. Hallo! Gib mal Gas, Junge! Ey, das geht mir so auf die Eier. Ich hau dem in die Fresse gleich. Ich hau dem in die Fresse. Ich sag euch, wie es ist. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Lass mich durch jetzt. Wild. Also so eine Leute verstehe ich nicht, ne? So, da hinten ist auf jeden Fall schon ordentlich was los. Ich mache jetzt mal die Matrix-Anzeige rein. Ja, ich würde sagen Gefahr, ne? Gefahr packen wir rein. Hey! Fahrt jetzt, bitte. Einfach aus dem Weg. Alter, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. So, hier wird jetzt gesperrt. Hier ist jetzt erstmal Ruhe im Bums. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wir haben den Zielort erreicht. Vermutlich ist er das. Nee, wir haben den... Ich muss das Auto da einparken. Ich sag euch, wie es ist. Anstrengend. Das Spiel ist anstrengend. Ich kann meine Polizeiarbeit nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Das finde ich blöd. Herzlich willkommen in der Familie Mikey 2. Ich freue mich und wir sind da. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Perfekt. Ich mach das. Ich mach den Rest. Anderes. Jojo. Also in diesem Fall werden wir jetzt erstmal die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Lass mich das machen. Lass mich das machen. Boah. So. Wir nehmen die Verkehrshütchen erstmal. Christian Häusler schon wieder mit dem 20... Es ist... Nein, das meinst du nicht ernst. Oder? Rosen sind rot. Veilchen sind blau. Schon wieder eine 20er Dono. Christian ist krank. Das weiß ich genau. Poesie, Leute. Nicht mehr. Dankeschön, Christian. Leute, wirklich mal jetzt ein paar Kreditkarten rein, mal ein paar mehr, ne? Ihr könnt die Kreditkarten-Emotes überall reinknattern. Ich würde mich mega freuen. Einfach nur fotografiere Unfallobjekte. Okay, hier ist... Was ist das hier schon wieder? Mit dieser blöden Maus. Ah ja, die ist weg. Sehr gut. So, wir gucken uns jetzt mal den ganzen Aal an. Hier gibt es eine Unfallstelle. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also Bremsspur ist auf jeden Fall wichtig. Wer hat es gesehen? Das Kennzeichen ist im S. Die Waschmaschine ist im S. Glasscherben sind hier. Ay, Dios mio, das Auto hat auf jeden Fall gut was mitbekommen. Okay, wir werden jetzt erstmal ein Foto machen. In diesem Fall, ich hoffe, wir können es doch machen, einfach nur der Arbeit halber, würde ich das Auto... Ja, können wir nicht machen. Ich würde das Auto komplett eigentlich fotografieren. Logischerweise, damit der nicht sagen kann, ja, hinten, da war auch keine Beschädigung oder so. Wer weiß, ob der versichert ist. Versicherungsbetrug und so weiter. Jetzt müssen wir halt irgendwie... Was ist das denn? Fahrzeuge? Ah ja, hier war das Fahrzeug. So. Dann haben wir das Ding. Das war... Kann man das ziehen? Nee, kann man nicht. Kann ich das da jetzt nicht rausnehmen?
So ungefähr. Wrackteile lagen hier und einmal noch da so. Ja, ich würde eher sagen hier. Perfekt. So. Dann haben wir den Unfallhergang rekonstruiert. Ah, warte mal, da fehlt glaube ich noch was. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Das waren das Auto. Das Ding hier. Wo ist denn das? Hä? Ah, man kann es drehen. Perfekt. Ja, das hätte mir man ja mal vorsagen können. Ne? So, dann ist das Ding jetzt auch gut. Und jetzt befragen wir mal den Fahrer. Hallo, Herr Weiß. Sind Sie in Herr Weiß. Ja. Wichtige Frage. Gesagt, ist alles okay? Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Ich bin nämlich noch etwas durcheinander. Kann mich kaum konzentrieren. Kann ich Ihnen dennoch ein paar Fragen stellen? Er steht unter Schock. Sie können es versuchen. An der Stelle natürlich erstmal prüfen, geht's dem gut? Brauchen wir jetzt einen Krankenwagen oder so? Müssen wir halt gucken. So, ich befrage ihn jetzt erstmal, nachdem ich ihn beruhigt habe, weil er hat ja gerade gesagt, so ist ein bisschen durcheinander. Na, erstmal, komm, ist alles gut, passt es. Atmen Sie mal tief durch und versuchen Sie sich zu entspannen. Entspannen? Jetzt? Das geht doch nicht einfach so. Locker bleiben. Versuchen Sie es einfach. Willst du dich nicht entspannen oder was? Okay. Ich drück dir meine 9 mm rein. Geht's Ihnen ein wenig besser? Ein bisschen. Stell mir vor. Okay. Mikey, danke für den Euro. Mal. Schildern Sie mir bitte, wie es zum Unfall gekommen ist. Ich war ganz ruhig unterwegs. Da hat mich dieser LKW überholt und sich vor mir eingeordnet. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bis er kurze Zeit später aus heiterem Himmel eine Waschmaschine verloren hat. Das ging alles sehr schnell. Ich konnte nicht mehr ausweichen, sondern nur bremsen. Trotzdem bin ich reingerauscht. Alter, eine Waschmaschine. Jetzt müssen wir natürlich den LKW direkt die Beschreibung haben. Können Sie den LKW vielleicht beschreiben? Das Kennzeichen haben Sie sich wahrscheinlich nicht merken können, oder? Auf das Kennzeichen habe ich nicht geachtet. Aber als mich der LKW überholt hat, habe ich auf der Seite das Logo gesehen. Da war ein blauer LKW drauf und Spedition Kästner stand darunter. Ja, aha. Ich bin mir relativ sicher. Okay, das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Kästner. Gut, dass Sie sich noch daran erinnern konnten. So. Der LKW ist einfach weitergefahren. Wenn Paraflucht. Wir uns beeilen, sollten wir ihn sicher noch einholen. Das ist Straftat, Leute. Übernehmen wir die Sache? Sollen wir die Sache übernehmen oder nicht? Christian Häusler, du hast meinen ganzen Stream heute gefühlt finanziert. Such dir aus. Sollen die Kollegen das suchen? Oder sollen wir hinfahren? Christian, was meinst du? Mineralsaft, also mein Charakter, Digga. Ich hab ihn so gemacht wie ich. Ne? Christian, wo bist du? Was sollen wir tun? Sollen wir nach den Typen suchen? Ja, Leute, ey, Christian hat hier heute... Also wirklich, das ist geisteskrank. Ihn fahren? Was heißt ihn fahren, Digga? Selber? Selber oder Kollegen? Christian, jetzt komm! Christian, Digga, hat einfach keinen Bock. Christian, ich gebe dir jetzt 3 Sekunden. Ansonsten lade ich selber. Alles klar, Christian. Der Fall gehört uns. Easy going. So, wir ziehen jetzt durch. 1500, Alter, das gab ordentlich. Oh, warte mal. Nein, nicht ein, nein. Och, Digga, nein. Auch nicht einsteigen. Ach so, ist alles schon weg. Die Verkehrshütchen sind auch schon weg. Ah, ja. Also, ja. Ihr seht's ja, ne? Ich fahre einfach los. Ich rufe nicht mal irgendwie einen Abschleppdienst, gar nichts. Also, der Typ steht da jetzt, oder was? Ich sag nix. Okay, weiter. Gefallene Waschmaschine Part 2. Jetzt müssen wir uns erstmal den LKW suchen. Ne? Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Der hat an der Seite... Ich höre nichts. Was? Was ist das denn? Ist er das? Stoppe den Truck. Da müssen wir hin. Das ist der, Leute. Das ist der Truck. Der ist hier einfach gespawnt. Die Kamera ist so kacke, Mann. Wie sehe ich denn, ob der anhält?
gut jetzt. Hallo? Du sollst den Truck anhalten. Oh Gott, ist dieses Spiel räudig? Sag mir nicht, ich muss den von hinten anhalten. Ich raste so aus, wenn das jetzt so ist. Das wäre so dumm, Digga. Das wäre so dumm. Ist der jetzt einfach weitergefahren? Ist das eigentlich sein Scheißernst? Ich sag nichts. Wenn ich den jetzt von hinten anhalten muss, dann ist vorbei. Dann ist absolut vorbei. Er blinkt. Er blinkt. Halt an, Junge. Fahr. Ey, es fällt mir nichts mehr zu ein. Ich soll die von hinten anhalten, ne? Der LKW... Also, ob der mich von hinten sieht, ich glaube nicht. Da fahren wir direkt nach vorne eigentlich. Ich sag nichts. Wir befragen den Fahrer einfach. Was geht denn da drin ab? Guten Tag. Haben Sie eine Idee, wieso ich Sie angehalten habe? Hallo. Nein, nicht wirklich. Ist was an meinem Laster kaputt? Anscheinend haben Sie vor ein paar Kilometern einen Teil Ihrer Ladung verloren und somit einen Unfall verursacht. Das kann nicht sein. Ich habe gar nichts geladen. Könnten wir einfach mal einen Blick in Ihren Laderaum werfen? Ja, warum nicht? Machen Sie nur. Oh Gott. Aha. Ah ja. Nein, wir machen auf. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal die Kontrolle checken. Hä? Hallo? Untersuche Ladung abgeschlossen oder was? Als ob. Also das ist ja wohl billig. Sehen Sie, ich habe nichts geladen. Es ist der dümmste Simulator aller Zeiten. Achso, ich helfe einem Freund bei seinem Umzug. Ach, ist das so? Du hilfst einem Freund bei seinem Umzug? Stimmt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir vorhin eine Waschmaschine eingeladen haben. Was passiert da? Was? Hä? Hä? Christian, nochmal mit dem Fünfer dabei und Lucky LP, herzlich willkommen. Hä? Was? Was ist das denn jetzt? Digga, hängt das Game jetzt? Das Game hängt, oder? Nee, oder? Ach du Scheiße. Oh, das tut mir leid. Wie sauer bin ich? Von 1 bis 10. Ich drücke Escape, Digga. Es geht nichts. Es geht... Ich habe eine Idee. Manchmal klappt's. Oha. Klappt sogar viel, viel... Ich hab's geschafft! Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber mit dem Controller, Digga, wesentlich entspannter. Hätte ich nicht gedacht.
muss jetzt erstmal Steuerung lernen. Ich hab's irgendwie geschafft, keine Ahnung. Fernlicht, okay, das ist absolut für Controller ausgelegt. Was ist mit Schnellreise? Ich speichere erstmal jetzt ab. Spiel gespeichert. Karte. So ein... Okay. Und... Bin ich denn jetzt? Ach, da. Keine Ahnung, wie ich das gelöst habe. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Absolut kein Plan. Ist mir auch scheißegal. Ich sag euch, wie es ist. Ist mir scheißegal. Ich find's cool, dass wir die Ego-Sicht bekommen, ne? Also mit dem Pad geht's jetzt wieder deutlich entspannter. Kann man hier eigentlich rein? Geht das? Ja, tatsächlich. Ich sag nix. Ich sag da nix zu. Ich reg mich nicht auf! Okay? Ich reg mich nicht auf. Alles Gucci. So, ich gehe jetzt zum Chef rein. Oh, scheiße. Wenn der jetzt meine Arbeit gesehen hat, ne? Hallo, Chef. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich möchte Ihnen einen speziellen Auftrag geben. Wir haben hier seit einigen Wochen Probleme mit einem Steinewerfer. Der scheint es lustig zu finden, Steine von Brücken auf die Autobahn fallen zu lassen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das gefährlich enden kann. Suchen Sie am letzten... Bist du geisteskrank? Ich will diesen Täter zu fassen kriegen. Ich auch. Möglicherweise finden Sie etwas Interessantes auf der Brücke. Der Fall hat höchste Priorität, also wenn Sie auf etwas Verwirrbares stoßen, halten Sie mich auf dem Laufenden. Danke. Geht klar. Wir nehmen an. Unglück von oben. Leute, den Einsatz machen wir noch. Wie spät haben wir es? Ich bin jetzt eine Stunde live und dann machen wir Ende mit Stream. Heute ist nicht so lange, aber ich denke, wir können morgen direkt weitermachen. Habt ihr da Bock drauf? Morgen direkt noch einen Stream rein? Da würde ich aber ein bisschen früher anfangen. Wahrscheinlich so, ich schätze 17 Uhr oder 18 Uhr maximal, ne? Bis 20. Also wir machen ein bisschen früher dann. Bei mir leckt der Stream. Musst du unten rechts mal auf das Rädchen gehen, Digga, und die Einstellung. Sollen wir morgen direkt ballern? Ja, dann bin ich morgen wieder am Start. Machen wir so. Wie viele Zuschauer sind wir denn? Der Fuchs will EM gucken. Nee. Passt auf. Einer meiner besten Freunde, ich habe zwei Stück, Kai, und der andere ist Özcan, Leute. Und Özcan ist aus Afrika wiedergekommen, aus dem Einsatz. Heute. Okay? Und ich will ein bisschen Zeit mit Özcan verbringen, weil lange nicht gesehen und so, ne? Wir haben uns viel zu erzählen und so weiter. Deswegen müsst ihr einfach verstehen, heute... Ich will ein bisschen Zeit mit ihm verbringen und so weiter. Ich wollte eigentlich schon viel früher am Start sein, aber ich saß so auf dem Pott. Ging nicht so gut. Ich bin morgen am Start. Wie viele Zuschauer haben wir? Wie viele sind wir noch? Wir fahren jetzt erstmal den Einsatz, Leute. Ganz entspannt. Habt ihr Bock auf Polizeiformat, Leute? Dann lasst Like da, Digga. Habt ihr Bock? Oh, vorsichtig. Ja, ich muss jetzt erstmal die Blinker auch rauskriegen. Ah, hier sind die Blinker. Okay. Alles klar. Wir fahren jetzt mal mit Blinker. Sehr gut. Also, wir tasten uns ein bisschen ran. Lassen uns ein bisschen ran. So, 11 Kilometer müssen wir fahren. Kein Problem, das kriegen wir locker lässig hin. Ey, wir könnten... Wollen wir mal eine Verkehrskontrolle machen? Habt ihr da mal Bock drauf? Ey, passt auf, Chat! Pass auf, wen ziehen wir raus? Wen ziehen wir raus? Guckt genau hin. Schreibt rein, welche Karre ziehen wir raus? Wir machen Verkehrskontrolle-Action, okay? Scheiß mal auf den Einsatz. Ganz ehrlich, ich will auch ein bisschen Arbeit machen. LKW rausziehen. Wir sollen LKW überprüfen. Alle haben Bock auf LKW, ne? Jeden, Digga. Mineralsaft, jeden rausziehen. Okay, wir tasten uns mal an den LKW ran. Ich geh ran, wir gucken mal, was Sache ist. Die Nachtschicht, Digga, die ist lang, ne? Verkehrsmessung. Während Missionen nicht möglich. Digga, ich habe keinen Bock auf eine Mission. Okay, pass mal auf. Wir fahren jetzt, chill ich die Mission, fahren wir jetzt durch und dann machen wir nochmal Verkehrskontrolle. Ihr dürft gleich entscheiden. Flixbus. Digga, ich kontrolliere mich im Flixbus. Ja, genau so sehe ich aus. So. Ja, weißt du was? Also ganz im Ernst, dann nehmen wir jetzt die Schnellreise, damit wir mal ein bisschen... Oh, wir haben da keine Schnellreise, ne? Oh, es war so klar, ey.
Ich könnte so kotzen. Egal. Dann fahren wir ein bisschen. Wann zockst du Rocket League? Samet wird wahrscheinlich erstmal nicht kommen. Ich finde so Formate wie Polizeisimulator und so viel, viel geiler. Sag ich euch ehrlich. Und nur damit ihr es wisst, ich trage keine originalen Polizeiklamotten mehr. Kann ich auch. Also es ist gar nicht möglich. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen alten Kollegen geben, der dann sagen wird, oh, hat Danny, also was ist da denn los und so. Irgendwelche Leute machen da immer Stress. Deswegen kann ich euch den Wind aus dem Segel nehmen. Alles hier entspannt. So, also gut durchballern hier. Und checken erstmal die Lager aus. Wäre natürlich nice, wenn ihr so ein Format wie heute feiert, euren Kollegen vielleicht mal davon erzählt, hey, kennst du schon Denome? Der war früher mal Polizist, spielt jetzt Autobahnsimulator, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Na, ein bisschen so Mundpropaganda, würde ich mich mega drüber freuen. Weil momentan, Leute, habe ich echt Flaute auf dem Kanal. Ne? Ich weiß, die Formate sind nicht mehr die besten. Aber ich verspreche euch, das wird bald was werden hier. Vor allem mit dem neuen Polizeisimulator. Da kann man ja richtig auf Streife gehen, richtig so eigene Fälle und sowas machen. Mit so Schusswaffen, pipapo, Leute abknallen und so. Das ist jetzt ja Polizeiautobahn. Ne? Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und ich kann ihn nicht mal anhalten. So, wie weit müssen wir fahren? 7 Kilometer, Alter. Das ist auch einfach wieder nervig. So. Soll ich meine Klasse anschreiben? Ja, Leute, wenn ihr das macht, Digga, wenn ihr einfach eurer Klasse schreibt, perfekt. Das sind immerhin 20 Leute. So im Durchschnitt. Würde ich sehr feiern. Du musst mal einen LKW beim Spurenwechsel beachten. Ja, das gucke ich mir gleich nochmal an. So. Ja, hier ein bisschen wieder gestriffen. Passiert. Ist nur eine Simulation, Leute. Ist nur eine Simulation. Und weiter geht's. Denno, einfach dein Auto. Safe, Bruder. Oh, das ist jetzt echt schlecht, ne? Ich guck mal, dass ich mir so vorbeimogel. Perfekt. Das war jetzt ein bisschen uncool, aber hier auch. Ja, ist doch alles Gucci. Also ehrlich. Sollen die mal Platz machen für die Polizei, ne? So. Tankstelle Bürstein. Fahren wir mal ein bisschen. Fahren wir mal. Was hältst du von Forza Horizon 4? Feiert ihr das Game, Leute? Soll ich das mal zocken? Eins in Chat, wenn ja. Aber auch bitte nur, wenn ihr es wirklich sehen würdet und wenn ihr es ultra feiert. Insling. Ah ja. Calvin schreibt schon mal eine 2. Echt? So viele? Hallo! Boah, das kann nicht wahr sein, echt jetzt. Ja, warum nicht? Ja, ihr solltet es auch gucken. Also, wenn ihr es nicht feiert, der bringt mir das Ganze ja auch nichts. Ne? Michel, du hast das auch. Sehr interessant. Okay. Was warst du für ein Polizist? Lucky LP, ich war bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein damals. Oh, da oben ist die Brücke. Ne? Wir müssen jetzt hier, glaube ich, ab. Ja, eigentlich jetzt abfahren. So. Erstmal nach oben und schauen wir uns den ganzen Eimer an. Wir gehen jetzt hier auf die Seite und parken mal den Streifenwagen. Ah ja, die Tür und die Leitplanke. Ich sag nichts dazu, ne? Ich sag da nichts zu. Also, das Auto plötzlich ganz anders geparkt. Ah ja. So, wir müssen jetzt erstmal Hinweise finden wegen dem Steineschmeißer. Es gab tatsächlich, so wie ich gesehen habe, bei uns oben im Norden gab es auf jeden Fall auch einen Steineschmeißer. Das ist lebensgefährlich, ne? Wenn du 200 fährst, 150, 120 und da wirft einer Steine von hier, ey, ich sag euch, wie es ist. Also das ist, oh, was ist das da vorne? Da liegen Säcke. Das ist halt Mann, die Kamera! Es langt! Was ist das hier? Wir untersuchen mal den Müll. Unbrauchbaren Müll gefunden. Hier liegt auch wieder Müll. Unbrauchbarer Müll. Was ist das? Zigarettenschachtel. Was haben wir denn da?
Hier hat jemand einige Zeit rauchend verbracht. Moment mal, das ist eine sehr seltene Marke. Die habe ich früher auch geraucht. Die gibt's hier in der Nähe nur an einem Ort. Du hast früher geraucht? Das ist die erste Frage, die dir in den Sinn kommt? Ja, ich war früher so blöd zu rauchen. Okay, okay, komm mal wieder runter. Wo gibt es diese Zigaretten denn nun? Es gibt gefährlichster Einsatz. Ganz weit von hier. Vermutlich ist die Packung von dort. Die Spur mag nicht mehr ganz frisch sein, aber wir sollten ihr dennoch nachgehen. Messer. Gefährlichster Einsatz, Leute. Kann nichts erzählen. Ich darf auch nichts erzählen. Ich muss meiner Schweigepflicht, ne? Ich kann keine Einsätze ausplaudern oder so. Aber stellt euch vor, Person mit Messer, ne? Person mit Messer und... Ja, also ganz wild. Ganz, ganz wild. Das war mein erster Einsatz, den ich hatte. Mein erster Einsatz, der war schon gefährlich. Und gleich, also der hatte drei Stück mit, ne? Drei Messer hatte der dabei. Das ging richtig ab. Es ging richtig ab. Das war mein allererster Einsatz. Eine Person, die Messer dabei hatte auf engem Raum. Mehr kann ich nicht sagen. So. Das Auto hat sich teleportiert. Wer kennt's nicht? Verdächtiges Fahrzeug. Okay, Kollegen haben übernommen. Können wir entspannt durchziehen. Boah, Leute! Die ziehen auch überall rum. Die ziehen überall rum. Guckt ihr das an. Ich bin hier auf brutalem Pace jetzt. Da, Tankstelle Inslingen. Da müssen wir hin. So. Gehen wir erstmal hier hin und befragen mal den Tankwart. Der steht hier natürlich schon draußen, weiß direkt Bescheid. Ja, ist doch okay, ne? An alle Einheiten. Uns wurde soeben ein Geisterfahrer? Oh Junge, hätte ich jetzt Bock auf einen Geisterfahrer. Och Mann, und stattdessen muss ich einen Steinewerfer verfolgen. Och Scheiße. Hallo, ey. Sie arbeiten hier an der Tankstelle, oder? Dürfte ich Sie etwas fragen? Hallo. Ich bin der Pächter. Überwachungskamera. Ich und meine beiden Söhne betreiben die Tankstelle Überwachungskamera seit mehr als 10 Jahren. Mit der die Zigaretten gekauft hat. Ist es richtig, dass Sie diese seltene Zigarettenmarke vertreiben? Ja, das stimmt. Die war früher mal etwas gefragter. Aber heutzutage geht die nur noch selten über die Theke. Wie oft haben Sie diese Marke denn letzte Woche verkauft? Genau einmal. So ein Typ hat gleich eine ganze Stange davon gekauft. Sagen Sie, Ihre Tankstelle ist doch videoüberwacht, oder? Könnten Sie uns ein Bild des Käufers machen? Na klar, dafür haben wir das. Perfekt, perfekt. Geben Sie mir ein paar Minuten und ich mache Ihnen einen Abzug. Ja, gucken wir mal, ne? Gib mir ein paar Minuten und ich mache dir einen Abzug. Wer hat den gecheckt, Leute? Zu gut. Da kommt er. Simo Gaming, ich hatte sehr viel Spaß bei der Polizei. Ist also... Das war einer meiner Traumberufe, ne? So, kann man schon so sagen. Bild. Frisch aus dem Fotodrucker. Danke. Das hilft uns wirklich weiter. Schade, dass man sein Gesicht nur halb sieht. Aber besser als nichts. So, wir haben jetzt das Foto bekommen, aber ich sehe nichts. Oh, wir haben Funkspruch. Haben wir einen Funkspruch? Da unten irgendwie bei der Minimap. Guck mal hier. Da. Funkspruch. Ach, das ist die... Ah, das ist einsatzbereit. Ach was! Man kann hier sogar den Status verstellen. Wie geil ist das denn? Holy moly, Mann, das geht? Okay, ja, es gibt im Streifenwagen halt, wie man sehen kann, den Status. Hier, Status 1 ist, du bist auf Streife. Status 2 ist auf Wache. An alle Einsatzfahrzeuge. Zurzeit verfolgen Kollegen ein flüchtendes Fahrzeug. Wir müssen dringend die Auffahrten vor ihnen blockieren, damit keine weiteren zivilen Fahrzeuge auffahren. Sabine! V steht für VIP! Vielen, vielen Dank! Herzlich willkommen in der VIP-Family! Dankeschön! Malu Fee Trump, auch dir. Dankeschön. Ey, wir haben jetzt neues VIP-Mitglied wieder. Sabine, einfach wild. Wäre nicht nötig, das weißt du auch. Dankeschön. Holy shit, Leute. Der Support
Digga, ihr macht heute wieder ganz wilde Wellen, ne? Ich zock doch nur ein bisschen Polizeisimulator. Können wir jetzt eigentlich mal... Sind wir jetzt immer noch im Auftrag gebunden? Weil ich würde gerne Verkehrsmessung machen. Kann ich nicht. Okay, wir fahren zurück. Direkt. Ich will jetzt gerne nochmal mit euch eine Verkehrskontrolle machen. Eine, die wir selber bestimmen, ne? Hä? So, ich lasse Auto da stehen. Wir gehen hoch zum Bäcker und gucken mal, was da geht. Johanna Schmidt. Küsschen. Oh Mann, diese Türen! Oh, die nerven so. Auch das Spiel, ey. Die Kamera ist einfach so unhandlich. Wie kann man so einen Simulator bauen, ey? Ganz im Ernst. Boah, ist das nervig. Machen Tür auf. So, Bäcker wird informiert. Herausgefunden. Wir sind Bäcker, pass auf. Gegangen und kamen so zumindest an ein Foto des Tatverdächtigen. Gute Arbeit. Das ist ein erster Anfang. Sobald wir weitere Hinweise bekommen, nehmen wir den Fall wieder auf. Mir liegt die Klärung der Sache sehr am Herzen. Also bleiben Sie wachsam. Wir müssen dem Täter das Handwerk legen. Geht klar. So. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf Nachtschicht. Gar keinen Bock mehr. Ich stelle jetzt auf Frühschicht um. So. Es geht hier ab. Wer ist er denn? Oh nein. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Scheiß, Digga. Ich mach gar nichts, du Lappen. Ich fahr jetzt mal selber raus. Ich nehme doch hier nicht Einsätze en masse an. Habt ihr keinen anderen Wagen oder was? Ich will jetzt auch mal rumfahren. Ach so, warte. Ich muss noch mal ganz kurz am PC gehen. Also ehrlich jetzt. Also es knallt langsam. Ich sag euch, wie es ist. Muss nochmal am PC. Wir haben Punkte gekriegt. Wir fahren jetzt mal selber. Wir fahren jetzt mal selber, Streife. Du kannst mir nicht immer Einsatz für Einsatz geben. Ich will jetzt hier auch mal ein bisschen rumfahren. Mach mal mein eigenes Ding hier. Meine eigenen Fälle reiße ich mal auf. Nicht immer den ganzen Müll, den ihr mir hier vorgibt. Also, wirklich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kaffeemaschine? Ja, was soll ich mit der Wache? Mobiler Blitzer, Bodenhaftung, Zivilfahrzeug. Training. Geschwindigkeit zu Fuß. Und Schießstand, Schießübung. Asservatenkammer. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Was nehmen wir denn da, Leute? Mobiler Blitzer? Kostbare Einflusspunkte bei einem mobilen... Oh, wir könnten einen mobilen Blitzer aufstellen, ne? Puh. Sehr wild. Leute, was nehmen wir denn da jetzt am besten? Ich finde den Einsatzwagen ja eigentlich ganz chillig, aber ich will ja nicht nur Geschwindigkeit haben. Wisst ihr, wie ich meine? Scheiß mal auf die Geschwindigkeit. Also, die Skillpunkte sind echter Müll, ne? Die sind echter Müll. Ich kaufe eine Kaffeemaschine. Und jetzt hole ich mir erstmal weitere Arbeitsplätze. Oha! Junge, richtiges Upgrade hier gemacht. Guck mal, wie groß der Laden jetzt ist. Entspannt. So. Ich hätte jetzt einen Blitzer kaufen können. Scheiß drauf. Wir gehen selber los. Ist das klar? Ey, Sabine, Dankeschön für VIP, ne? Vielen, vielen Dank. Leute, da kann man schon mal ein paar Herzen reinmachen. VIP, sehr teuer. Sehr, sehr teuer. So. Wir fahren jetzt los, Leute. Ihr dürft jetzt entscheiden. Wir ziehen zwei Autos nochmal raus. Zwei Autos machen wir nochmal, ne? Okay? Let's go. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, was wir rausnehmen. Wir machen einmal LKW und einmal normales Auto. Deal? Deal oder No Deal? Deal oder No Deal, Leute? Ein LKW, ein normales Auto. Christian! Christian, weißt du was? Du darfst dir gleich ein Auto aussuchen, Christian. Du hast heute so einen heftigen Donus reingezimmert. Such dir ein Auto aus. Ein LKW oder ein Auto, ist mir scheißegal. Such dir eins von beiden aus. Ich fahre ein bisschen, wenn du siehst. Ah, müssen hier auf jeden Fall mal
den Fahrer so ein bisschen im Blick behalten, der jetzt hier kommt. Ja, das schwarze Auto sieht natürlich immer verdächtig aus. Ziemlich tiefgelegt, würde ich sagen. An alle Fahrzeuge, wir haben gefährliche Gegenstände auf der Fahrbahn. Gefährliche Gegenstände? Ich könnte das machen, aber ich habe keinen Bock. Nö, wir fahren jetzt. Wir machen jetzt mal Verkehrskontrolle. Christian, such dir einen aus. Aha. Fahr noch mal ein Stückchen näher. Wir haben hier so einen grünen Wagen. Christian, ey, du bist jetzt der Co-Pilot. LKW. Verstanden. Ich guck mal, was hier so geht. Wir fahren mal ein bisschen. Wir nehmen den nächsten LKW. Da hinten sehe ich schon einen. Den behalten wir mal im Auge. Da hinten. Christian, hinten oder vorne? Wir gucken uns den beide mal an. Lass mal sehen. Also, die beiden LKWs hier, die, da halten wir jetzt mal so ein bisschen an. Wie fahren die so? Sind beide auf der Überholspur, finde ich sehr merkwürdig. Die wollen wahrscheinlich die Leute hier reinlassen, aber der fährt jetzt hier noch. Hinten oder vorne? Schwerer Unfall! Da müssen wir hin, Leute, da können wir nichts machen. Da gibt's nichts zu fackeln. Nichts zu fackeln. Schwerverletzte. Schwerverletzte. Oha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. 19 Kilometer. Okay, wir müssen über Schnellreise gehen. Das heißt, schon mal auf die richtige Spur gehen. Wo ist der Unfall passiert? Ich muss jetzt echt gucken. Wo soll's sein, ne? Wir müssen hier hinten hin. Da lang, da lang, da lang. Okay, pass mal auf. Da können wir nichts machen. Leben geht immer vor. Leben geht vor allem. So, ich bin jetzt an der Tanke. Ordentlich Kilometer eingespart. Das war jetzt die Blitz-Connection. Wir haben mehrere Verletzte. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Heiliger Bimbam. Also da müssen wir wirklich, also da muss jetzt alles klar gehen. Rettungshelikopter unterwegs. Rettungshelikopter. Alter Leck. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Oh, scheiße doch. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Okay, wir gucken uns den ganzen Eimer an. Da sind schon Kollegen vor Ort, das ist gut. Die schreiben also den ganzen Mist. Digga, dieses Auto. So, wir gehen jetzt mal ganz entspannt hin. Die Lage sieht okay aus. Heißt, wir brauchen hier nicht hektisch werden und so weiter. Wir gucken mal, wir schnacken mit dem Kollegen. Was sagt er? So, so. Der Kollege ist also auch endlich mal da. Wir haben hier natürlich schon alles im Griff. Aber du kannst den Verkehr auf der Gegenfahrbahn ausbremsen und die Straße für den Hubschrauber absperren. Na los, mach dich nützlich. Digga, hast du überhaupt mal... Wie redet der mit mir? Das hätte er einmal gesagt zu mir im Dienst, ne? Da wäre Feierabend gewesen für den. Da wäre Feierabend gewesen. Also so eine blöde Bemerkung. Digga, das... Also wild. Wild! Die Kollegen haben alles im Griff. Ist ja auch okay, ne? Aber da muss man nicht so einen dummen Spruch... Also wirklich nicht. Ist ja nicht so, dass ich direkt hingezogen bin. Ja, ich weiß nicht, wo der stand, aber gut. Lassen wir das. Wir müssen den Rettungshelikopter jetzt erstmal Platz machen. Wir fahren da direkt los. Stau incoming, ja, ja. Den Einsatz müssen wir wahrnehmen, ne? Wenn es um Leben geht, immer wichtiger. Das guckt ihr euch am besten jetzt nicht an, was ich hier gerade mache. Also, weiter geht's. Ich schwitze so heftig, Mann. Ich schwitze so heftig. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Verkehr aufhalten. Heißt, wir stellen unser Auto da wahrscheinlich direkt in die Mitte mal. Und ich muss hier nochmal kurz was einstellen.
Signale, Matrixanzeige, weitere, Achtung Stau. Unfall, dein Partner wird dir sagen, wann du die Matrix auf Unfall oder Gefahr stellen sollst. Aber jetzt solltest du schon mal langsamer werden und die Matrix anschalten. So, Matrix ist an. Hier bleiben wir stehen, bis der Hubschrauber gelandet und wieder abgehoben ist. An alle Einsatzfahrzeuge, wir brauchen noch Freiwillige für eine Kontrolle. Oh, muss ich jetzt... Ich muss die Matrix umändern, oder? Oh, Leute, das ist so eine Scheiße hier. Hier, Wagen 6, wir machen das. Danke, Wagen 6. Meldet euch bei der Einsatzleitung. Hallo? Anhalten! Hä? Dieses Spiel ist so dumm. Dieses Spiel ist so dumm, Digga. Ich werde jetzt einfach den Fahrer da vorne rausziehen. Ist mir scheißegal. Einen machen wir heute. Einen machen wir. Also eine billige Kacke jetzt. Also... Ich sag da nichts. Okay, ich nehme den LKW da hinten raus. Let's go. So, wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hier das Signal einmal rein. Bitte anhalten. So, der kann jetzt schon mal direkt auf den Blinker gehen. Hallo, auf den Blinker, Kollege. Jetzt. Fahrzeugkontrolle. Sehr gut. Stoppt der jetzt mal endlich? Sehr gut. Wir gehen raus. Jetzt gibt's eine kleine Kontrolle, ne? Jetzt gibt's eine ganz kleine Kontrolle hier erstmal. Boah, dieses Spiel ist ja auch einfach wieder ranzig, Mann. So, mal gucken. Hallo. Wir schnacken ihn an. Hallo. Einmal Fahrzeugschein und Führerschein, bitte. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So, wir checken mal die Ansicht hinten am Auto. Da ist die falsche Zulassungsbescheinigung. Das ist schwierig, Digga. Da steht KRALS 37. Wie kann das denn sein? Das ist ja interessant. Nächste HU, 16.01.18. Hauptuntersuchung, Leute, also TÜV, das passt hier. Name ist, das hier ist auch der Fahrer, ist auch der Halter. Und die Fahrzeugklasse ist C. Was sagt sein Führerschein? A, B, C, C, E und M. Also, das ist schon mal okay. Wir gehen zur Fahreransicht zurück, gucken nochmal, der ist es. Perfekt. Die LKW-Papiere. Ich würde Kann gerne nochmal die ganze Lage checken. Sehen? Hier, bitte. Alles in Ordnung. Hätten wir da jetzt draufdrücken müssen? Nee, ne? Frachtpapiere. Zeigen Sie mir bitte Ihre Frachtpapiere. Hier sind die nötigen Frachtinformationen. Sportartikel. Sportartikel. Okay. Würde ich mir natürlich gerne mal ansehen, ne? Aber wir können jetzt erstmal auch nicht viel machen. Also ich konnte jetzt das Fahrzeug hier nicht untersuchen oder so. Ich frage ihn mal, ob er getrunken hat. Bei LKW-Fahrern, wer weiß. Haben Sie etwas getrunken? Ich habe natürlich nichts getrunken. Schon wieder. Gar nichts gemacht. Der ist vernünftig gefahren, ne? Er ist vernünftig gefahren. Ich habe jetzt auch kein Anzeichen dafür. Ich frage ihn, ob er einen freiwilligen Test machen will. Will er. Wie viel hat er? Der Fahrer ist nicht betrunken. Gut, Drogen, Alkohol lassen wir. Ich komme gleich auf Sie zurück. Wir müssen jetzt erstmal hinten in den Frachtraum glotzen, ne? Mach mal auf hier. So, das untersuchen wir. Ladung in Ordnung. Das war's. Okay. Also die Ladung passt. Das hier mit dem Kennzeichen ist so ein bisschen, Blinker funktionieren. Bremslicht funktioniert.
Fahrtlicht funktioniert irgendwie jetzt nicht so. Linker läuft. Digga, das Fahrtlicht funktioniert nicht, oder? Leute? Was ist hiermit? Laderampe läuft. Profiltiefe. Auch nochmal checken. Kann man natürlich machen. Das ist jetzt ein Spezialgebiet hier. Das Auto auf Herz und Nieren prüfen. Wir gucken mal. Profiltiefe in Ordnung. Gewicht prüfen. Oh, Baby. Achse gewogen. Biane, danke dir für den Zweier, mein Süßer. Dankeschön. Profiltiefe in Ordnung. Hilfe, Achse mir gewogen. Wurde die Handtasche geklaut. Hilf mir, Herr Polizeimann Denno. Halt's Maul, Digga. So, die Achse wurde hier auch gewogen. Das passt soweit. Wir haben hier unten jetzt unsere Wagen drin. Warte mal, können wir da noch ein bisschen mehr auseinandernehmen? Nö. Gut, dann schnappen wir den jetzt erstmal darauf an. Ich habe da jetzt nichts gesehen, aber ich muss ihn verwarnen, weil ich habe das Fahrtlicht nicht gesehen. Das war irgendwie aus. Ich verwarne ihn mal. Würde ich jetzt so sagen. Man könnte auch ein Bußgeld verhängen, aber ich bin da jetzt mal nicht so. Also das Problem ist halt, die Papiere sehen, also sind falsch. So, und das Fahrtlicht ging nicht, ne? Ich sag ihm jetzt, du böser Bube, das änderst du bitte. Nur bei den Papieren muss man halt, man kann hier in diesem Spiel halt wenig machen. Es kann sein, dass er das verwechselt hat, wenn der LKW ihm gehört und er noch einen hat. Das kann ja sein. Er hat jetzt diesen Schein nicht mit. Jetzt müsste man halt gucken, ist dieser LKW hier tatsächlich angemeldet, ne? Weil das Kennzeichen war falsch. Das Kennzeichen war falsch. Ich werde ihn verwarnen. Ich muss Sie verwarnen. Sie können nun weiterfahren, aber achten Sie nächstes Mal darauf. Nummernschilder unterschiedlich. Ja, habe ich doch gesagt. Fahrtrichtungsanzeige habe ich auch nicht gesehen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Was soll ich denn da? Ich konnte doch nichts tun. Das ist doch Quatsch, oder was? Das ist doch jetzt absoluter Quatsch. Ja, dann holen wir uns jetzt noch einen raus. Ich will jetzt Ich will wissen, wie das funktioniert. So. Weiter geht's. Der kann jetzt erstmal fahren. Nummernschilder habe ich schon erkannt, aber anscheinend konnte ich da nicht. Kann sein, dass ich auf diese Taste drauf drücken muss. Morgen können wir schon 2 Stunden machen. Können wir schon. Ich habe auch richtig Bock. So, wir gucken jetzt aber erstmal, dass wir vielleicht noch einen rausnehmen. Aber dieses Mal biege ich ab. Wir machen dieses Mal nicht auf der Autobahn, Leute. Wir nehmen uns jemanden raus. Kater, Ruhe da jetzt. Hier, der Bus. Der ist gut. Sabine, Dankeschön. Boah, habt ihr das gesehen? Alter, das war mir ein bisschen zu wackelig, ne? Ich mach mal bitte anhalten. Haha, Leute. Oh, wir haben das Fahrzeug im Visier. Wir könnten das jetzt halt auf Geschwindigkeit prüfen, aber das will ich in dem Fall nicht machen, ne? Wir müssen nicht alles prüfen, müssen wir auch nicht. Ich hätte jetzt die Geschwindigkeit vorher checken können, aber darum geht's nicht. So, wir warten ab. Sehr gut. Ausstieg ist blockiert. Warum ist der Ausstieg blockiert? So, jetzt. Boah, die Kamera, Alter. Wild. Und dass ich diese dumme Mütze auf habe, ich sag da nichts zu, ne? Aber gut. Wir gehen mal vorne ran und checken mal den Bus aus. Theoretisch müsste der Kollege eigentlich bis mit nach vorne gehen, ne? Das macht man eigentlich so. Hallo. Aber ja. Hallo. Hi, Süße. Zeig mal deinen Führerschein und Fahrzeugschein. Zeigen Sie mir bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So. Schulz Christina passt. Bier Baranga, da müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken. Also Bier Baranga passt. Fahrzeugklasse B. Sie hat BM unten, Leute. Hier sieht man es. Unten, sie hat BM. Und das Kennzeichen stimmt auf jeden Fall. TÜV Ablaufdatum in einem Jahr. Also da ist alles gut. Sieht erstmal an sich nicht schlecht aus. Wir gucken mal, ob sie Alkohol genommen hat. Haben Sie etwas getrunken? Das Rüberziehen war komisch. Natürlich nicht. Alkoholtest.
Fang an zu blasen, Süße. Oh Gott. Also, reingucken. Fahrer ist nicht betrunken. Wir werden Drogen und, Drogen und Betäubungsmittel auf jeden Fall auch nochmal testen. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Drogen? Ich doch nicht. Ja, gucken wir mal, ne? Pupillen sind auf jeden Fall okay. Gut, da ist alles entspannt. Weiterfahrt. Erste-Hilfe-Kasten. Ach ja, man darf ja hinten noch mit reingucken. Aber da muss ich mir erstmal dran gewöhnen, was man hier in dem Spiel alles machen kann, Leute. Also wir können sogar den Erste-Hilfe-Kasten noch checken. Waren 3 können wir natürlich auch machen. Das ist natürlich gut zu wissen. Also eine nehmen wir noch mit, damit ich auch wieder komplett im Mut bin. Die war ja langweilig. Wir brauchen mal wirklich einen guten Fahrer. Kann ich da eigentlich vorher reingucken? Guck dir das mal an! Wie ist die denn am Durchziehen? Siehst du das hier mit dem Bus? Sieht man den Fahrer da drin? Ich kann den Fahrer nicht so. Ah ja, man sieht den Fahrer schon. Das ist gut. Okay, wir nehmen eine männliche Person raus. Bisschen kleiner, ne? Denno One Compression Simulator dauert ein bisschen noch. Dauert noch ein bisschen. Das Spiel ist halt leider nicht als Vollversion draußen. Nee, den Einsatz nehmen wir nicht an. Kann ich euch versprechen. Also auf den Einsatz scheiße ich. Ganz im Ernst, nö. Mach ich nicht. Will auch mal ein bisschen hier Verkehrsarbeit machen. Voll geil, dass man sogar Warndreiecke und sowas checken kann, ne? So, wir gucken mal. Für den Test einfach werden wir jetzt hier nochmal jemanden rausziehen. Wir machen mal direkt das bitte anhalten Schild. So, der wird jetzt gleich merken, es geht an ihm. Fahr jetzt! Was soll denn das? So, wir gucken rein. Ist eine Fahrerin, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Oh, Mensch. Leute, da müssen wir nochmal die Telefonnummer klären, ne? Hallo. Hi. Führerschein und Fahrzeugschein. Zeigen Sie mir bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So, wir haben Maya Olivia, Maya Christina, ist jetzt natürlich die Frage, also Name, kann man jetzt, was kann ich jetzt hier machen? Namen unterschiedlich, ah, okay, jetzt verstehe ich so langsam. Passbild kommt hin, das ist sie, das ist ein Fenris Challenger, das müssen wir mal sehen, Heckansicht. ZME137 passt, ist ein Challenger Fenris. Ja, weiß ich nicht, Digga. Das kommt doch gar nicht hin, oder? Da muss ich jetzt aber nochmal ganz kurz gucken. Marke in Ordnung. Ja, Fahrzeugklasse passt. Also da brauche ich jetzt gar nicht richtig gucken. So, das sieht gut aus. TÜV ist eigentlich auch noch in Ordnung. Okay. Teilkontrolle beenden. Ich kann nicht in den Wagen hinten reingucken. Kann ich nicht. Haben Sie etwas getrunken? Natürlich nicht. Machen wir einen Alkoholtest. Boah, Alter, hast du dicke Backen. Fahrer ist nicht betrunken. Gespräch beenden. Ich würde gerne hinten in den Wagen reinschauen. Kann ich aber nicht. Gespräch ich komme weiterführen. Gleich auf Sie zurück. Perfekt. Wir können doch hinten reingucken. Also, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Blinky-Blinky. Checken wir. Bremslicht funktioniert bestens. Fahrtlicht auch gut. So, dann machen wir mal den Kofferraum auf. Verbandskasten müsste man eigentlich Gegenstand wählen. Kann man denn jetzt... Was ist denn das hier? Das Öl. Ja, muss hier so mit Maus. Das sind jetzt Schuhe. Antifreeze. Warndreieck ist da. Verbandskasten ist da. Müsste man halt nochmal auf Haltbarkeit prüfen. Aber ist okay. Ich denke mal, die halten.
Wir gehen mal weiter. Wir könnten jetzt nochmal die Profiltiefe messen. Profiltiefe von dem Reifen ist in Ordnung. Ist halt wichtig, dass der Reifen genug Profil hat. Und wir checken jetzt mal den Blinker. Das Fahrtlicht geht auch. Hier nochmal die Profiltiefe. Sabine, Dankeschön für 1 Euro. Kuss. Und Christian Häusler, auch dir nochmal vielen, vielen Dank für den Fünfer. Digga, du hast den Stream heute einfach schon wieder alleine gesponsert, ne? Was? Also geisteskrank. Ich werde das Gespräch... Wir machen Drogen und Alkohol. Obwohl, nee, scheiß drauf. Weiterfahrt erlauben. Erste-Hilfe-Kasten abgelaufen. Ich konnte, wo soll ich ihn angucken? Ich hab doch gesagt, Haltbarkeitsdatum prüfen. Oh, leck mich am Arsch, ey. Das kann nicht wahr sein. Wo soll ich das nachgucken? Ich will eine... Der. Ich will eine Verkehrskontrolle, die glatt läuft. Vorher gehe ich nicht auf. Dieses Game. Da ist ein Heißluftballon, weißt du? Wo kann ich denn bitte gucken, ob der Verbandskasten abgelaufen war? Keine Ahnung. Ich konnte das Ding ja nicht mal drehen. Die Steuerung hier absoluter Much. Also ich hoffe, da kommt noch ein dritter Teil raus, weil Potenzial hat das Spiel definitiv. Definitiv. So, ist in der Stadt eigentlich was los? Sind hier Autos in der Stadt? Ja, rot legen wir mal für uns aus. Das läuft. Hier sind keine Autos in der Stadt, ne? Den nehmen wir direkt raus. Er kann hier, weiß was ich, wo der gleich hinfährt. Aber bei dem ist vorbei. BMW-Fahrer sehe ich so schon. Wenn der jetzt hier irgendwo anhält, raste ich richtig aus, ne? Der soll jetzt einfach fahren. Der soll jetzt einfach auf die Autobahn fahren. Fahr einfach rauf. So. Zieh durch. Dich schnapp ich mir jetzt. Ich gucke da alles nach. Ich gucke jetzt alles, was geht. Willst du auch mal irgendwo rauffahren? Genau. Die Spur ist richtig. Oh mein Gott, die Spuren verschwinden hier. So, er nimmt hier auf jeden Fall schon mal... Er hat gesoffen. Den teste ich auf alles. Den teste ich auf alles. Ja, bin ich nicht dabei. Scheiß auf die LKW-Kontrolle. Ist gut. So, wir gehen erstmal ran, gucken uns den Fahrer an. Oh, schon wie... Ich hatte ich eben doch schon. Hallo. Oh, doch nicht. Hallo, Süße. Führer und Fahrzeugschein. Zeigen Sie mir bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Wir gucken. Das ist halt der Alltag, ne? Koch Katharina. Wir wechseln direkt die Ansicht hinten. Kra LK. TÜV. 17.10. 17. Wir haben heute den 18.04. TÜV ist noch okay. Nummernschild passt. Sie hat nur Klasse M! Das ist Fahren ohne Fahrerlaubnis! Keine Fahrerlaubnis. Digga, da hat die ein Motorrad, einen Rollerführerschein und fährt mit dem Auto. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So geht's nicht. Marke ist in Ordnung, Rest kann ich so sehen, ne? Tja, Frau Katharina Koch, das gibt richtig Ärger. Das gibt richtig Ärger jetzt. So, ich mache jetzt erstmal chillige Basis. Chillige Basis. Ich guck mir erstmal an, was da im Auto ist, ne? Was ist da im Auto? Wir werden hinten den Kofferraum jetzt erstmal aufmachen. Digga, hat die da eigentlich Baguette drin? Heilige Scheiße, Leute. Uff. Den Verbandskasten. Kann ich den drehen? Ah ja, perfekt. Ich kann ihn so drehen. Sieht man hier irgendwo das Haltbarkeitsdatum? Untersuchen. Erste-Hilfe-Kasten in Ordnung. Gucken wir mal hier rein. Was ist das? Das ist jetzt eine Cola. Da ist jetzt irgendwie eine Dose drin und Schuhe. Was ist das hier?
Mit Gilet, ne? Miau, okay. Ja. Kann man das Ding aufmachen? Kann man nicht, ne? Was ist in der großen Tüte drin? Ist das Wein? Ist das Alkohol? Ist das Alkohol, Leute? Okay. Na gut. Ich teste jetzt erstmal noch das Auto an sich, ob das fahrtauglich ist. Macht man eigentlich nicht, ne? Aber hier gibt es wieder Stress, wenn wir es nicht machen. Normalerweise macht man es nicht. Fahrtlicht funktioniert prima. Wir gucken mal die Profiltiefe von den Reifen schnell durch. Die ist in Ordnung. Wir haben ja jemanden, der ohne Führerschein fährt, Leute. Das ist wie, wenn du dich einfach ins Auto setzt und fährst, ohne dass du einen Führerschein hast. Genau so ist das jetzt gerade. Ne? So, vorne nochmal checken. Den Fall hier schließen wir gut ab. Blinker läuft. Fahrtlicht habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, das ist alles okay. So. Wir werden jetzt erstmal Alkohol haben checken. Sie etwas da war Alkohol im Auto. Das würde ich nie machen. Habt ihr ihre Reaktion gemerkt? Fahrer ist nicht betrunken. Drogen. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Drogen? Ich doch nicht. Pillen sind okay. Keine geröteten Augen. Läuft. Also. Ich muss jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt eine Person ohne Führerschein. Normalerweise müssten wir sie jetzt mitnehmen. Weil es eine Straftat ist, ne? Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt... Also, wir müssten sie halt schon mitnehmen. Ein Bußgeld reicht da nicht. Ich kann die jetzt ja nicht weiterfahren lassen. Das Auto wird jetzt abgestellt. So, da ist jetzt vorbei. Schluss mit lustig. Schlüssel gehen an uns. Und dann wird das dem Halter ausgehändigt. Wir nehmen sie in Gewahrsam. Ich muss sie mitnehmen. Bitte steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug. Keine Fahrerlaubnis. Es wurde korrekterweise eine Verhaftung durchgeführt. Fälschlicherweise ein Alkoholtest veranlasst. Dürfen wir also auch nicht mehr machen, wenn wir irgendwas entdecken oder sonst was. Das ist halt, ich habe jetzt gedacht, das ist da freiwillig im Spiel, ne? Wissen wir auch Bescheid, aber ihr seht, ich habe richtig gehandelt. Die wird mitgenommen. Handschellen! Straftäterin! Neue Mission, Verhaftung, sitzt sie hinten drin? Der sitzt hinten drin! Leute, wir haben jemanden festgenommen! Heilige Scheiße, ist das cool! Jawollo, Digga. Und wir fahren eine Runde. Da haben wir die Übeltäterin. Entspannt. Also, chilliges Ding. Und die bringen wir jetzt erstmal zurück auf die Wache. Und dann wird da die ganze Straftat erstmal auseinandergenommen. Ne? Sehr schön. Da haben wir doch nochmal einen richtig knackigen Fall gehabt, Leute. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Perfekt. Ja. Richtig, also auf Krampf, Digga, muss ich hier jetzt überlegen, was ich da mache. Ne? Bin natürlich auch schon ein bisschen raus bei der Polizei. Aber gut, 6 Kilometer haben wir jetzt vor uns. Die reißen wir jetzt noch schnell ab mit der Person hinten drin. Das Auto ist jetzt erstmal da. Ne? Tja, so läuft das. Wenn ihr ohne Führerschein fahrt, also macht's lieber nicht. Wow, wow, das war richtig knapp. Platz da. Ich muss los. So. Und schön durchziehen. Schön durchziehen. Christian Häusler! Ey, ist das dein Ernst? Er macht hier noch einen 20er rein. Bitte. Übertreib es nicht. Bitte, Christian. Ich kenne dich ja nun schon. Wir haben auf Insta mal kurz geschnackt. Digga, übertreib's bitte nicht, ne? Vielen, vielen Dank, Christian. Heute, Digga, du hast einfach den... Also wirklich, ich weiß den Support sehr zu schätzen. Aber bitte mach da keine Dummheiten, ne? Einfach danke. Vielen, vielen Dank. Wegen Leuten wie Christian, wegen Leuten wie Bjarne, kann ich das hier halt machen. Ja, und ich bin da sehr dankbar. Und man macht das auch... Digga, was ist da denn los? Leckt das Game eigentlich gerade? Chill mal kurz. So. Leute, ihr müsst nichts bezahlen. Gar nichts. Der Christian hat einfach ein paar Kreditkarten verdient. Ganz ehrlich. Ja.
Jetzt so eine Runde 187 im Streifenwagen, ne? Das wär's. Das wär's, ne? Puh. Und nochmal ein gutes Stückchen Stulle. Hier vorne können wir auch direkt gleich raus. Denk dran, wir haben die Frau noch hinten im Streifenwagen drin, ne? Hier ist jetzt Ende für die Alte. Die hat heute, die ist heute das letzte Mal gefahren. Die ist heute das letzte Mal gefahren, sage ich euch, wie es ist. So, ich muss hier mal durch. Boah, falsche Spur. Hier sind ja doch Autos im Stadtverkehr. So, es geht zurück auf die Wache. Jetzt geht's in Knast. Wagen 2 hier. Was gibt es, Wagen 2? Der Digga, das ist geil. Das ist einfach so chillig. So. Dann gucken wir mal. Geht jetzt hier ab? Oh nö, ne? Das war's. Wir haben sie in den Knast gebracht und das war's, ne? ...1650 Punkte haben wir. Gucken wir mal. Also vom Ding her können... Schaltet das Zivilfahrzeug in der Garage frei. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir hätten das schon. Sicherungskraftwagen. Geil, ey. Ein Zivilfahrzeug. Richtig chillig. Richtig chillig. Wild. Ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir heute Feierabend, oder? Fandet ihr das Game? Soll ich morgen nochmal streamen oder was? Ich mache jetzt Feierabend, habe ich gesagt. Wir gucken uns die Alte nochmal im Knast an, ne? Ja, scheiße ist das, ich weiß. Hallo Süße, ich habe heute nichts vor. Kommst du mit zu mir nach Hause? Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier wieder aus der Zelle rauslasse. Hier ist Schluss mit lustig für dich. Also, ich komme morgen wieder. Caro, erste Verhaftung. Ich habe gesehen, du bist weg. Umziehen. Der absolute Dulli-Polizist, Digga, ist zu gut. Leute, das war's mit einem Stream vom Polizeiautobahn-Simulator 2. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ich würde mich mega freuen. Falls ihr meinen Kanal gerade erst gefunden habt, schallert gerne ein Abo raus. Unten auf Abonnieren drücken, das ist kostenlos. Könnt ihr gerne machen. Seid ihr morgen wieder am Start. Ich werde versuchen, morgen so gegen 18 Uhr zu streamen. Bedanke mich bei den Leuten, die heute dabei waren. Bedanke mich sehr herzlich bei Christian Häusler und Sabine für die heftigen Donus und für die heftige Mitgliedschaft heute. Vielen, vielen Dank. Das war ein schöner Stream. Kuss geht raus, meine Freunde. Bis morgen. Schönen Freitag. Denno out.